Hi, ich bin Stefan und wir schauen uns heute einmal die Gazprom-Aktie an. Die Gazprom-Aktie ist natürlich stark verfallen jetzt mit diesem ganzen Chaos und dem ganzen Leid, was da in der Ukraine jetzt entstanden ist. Und viele Deutsche sind ja in Gazprom investiert gewesen und haben es eventuell auch nicht geschafft, ihre Gazprom-Aktien jetzt zu verkaufen vorab. Können jetzt ja auch diese aktuell nicht mehr handeln. Wie die Situation ist, wie es in Zukunft weitergehen wird, was du für Strategien anwenden könntest, beziehungsweise wie du da jetzt vorgehen könntest in nächster Zeit, um sowohl mit der Verkaufs- als auch mit der Kaufsituation vielleicht umzugehen. Also eventuell willst du ja einsteigen oder du willst noch aussteigen. Wie das so ablaufen wird, das wollen wir jetzt einmal alles hier in dem Video besprechen. Das heißt, wir gucken uns die Aktie an, wir gucken uns an, was du alles machen kannst. Und wenn du da Lust drauf hast, bleib dran. Ja, blicken wir zuallererst einmal auf die Schnellübersicht, die Gazprom-Aktie. Klar, ne? Gas und Öl kommt aus Russland, hat aktuell minus 5 Punkte. Was heißt minus 5? Aktien, die minus 5 Punkte in 2016, 17, 18 und 19 hatten, haben im Schnitt den Markt um ungefähr 11% unterperformt, also relativ schlecht. Man muss natürlich dazu sagen, da kommt noch die Dividende drauf. Das heißt, im Endeffekt sind wir bei einer erwarteten Unterperformance ungefähr von 5%. Wobei das natürlich das ganze Chaos gerade um die Aktie momentan nicht drin hat. Wenn ihr 1 Euro in die Aktie investiert, hat das Unternehmen in den letzten 3 Jahren im Schnitt 18,3 Cent Gewinn gemacht und davon 6,5 Cent ausgeschüttet. Die Unternehmensrendite liegt bei 4,3%. Das heißt, wenn das Unternehmen selber 1 Euro investiert, macht es 4,3% Gewinn. Und die Eigenkapitalquote liegt momentan bei 61,7%, ist also sehr, sehr gut kapitalisiert. Das heißt jetzt eigentlich eine Pleite ist erstmal relativ unwahrscheinlich an der Stelle. So, wenn wir jetzt allerdings einmal hier auf den Chart schauen, dann seht ihr jetzt das Chaos, was da jetzt durch den Konflikt in der Ukraine ausgelöst wurde. Wir waren hier in der Spitze bei 386 russischen Rubeln und jetzt ist die Aktie abgestürzt im Tief bis auf 190. Das heißt, wir haben ungefähr 50% in russischen Rubeln verloren vom Höchststand hier. So, jetzt ist das Verrückte, dass natürlich der russische Rubel dazu auch noch stark verloren hat, sodass der Rückgang jetzt in Euro wesentlich höher nochmal ist. Und zwar könnt ihr das jetzt hier dran erkennen. Also das ist jetzt die Entwicklung des russischen Rubel. Und wie wir sehen, seit 2006 ungefähr kennt der russische Rubel eigentlich nur eine Richtung, nämlich das ist der Preis nach oben. Das heißt, er muss halt mehr russische Rubel bezahlen, um einen Euro zu bekommen. So, jetzt ist das Verrückte. Die letzte Entwicklung, die sehen wir gar nicht. Das ist jetzt hier dieser Sprung von hier bis hoch auf 124. Das heißt, hier müsste der Chart gerade stehen. Ich zoome mal ein bisschen ran, dann sehen wir das auch, ne? Also hier ist die Entwicklung. Wir waren so bei so 80, 90 Rubel rum und jetzt schoss das Ganze hier nach oben. Zwischenzeitlich waren wir sogar mal hier auf 135 Rubel. Jetzt ganz aktuell, also wirklich aktuell, ist er bei 124,12. Das heißt, wie wir sehen können, ist es ein bisschen zurückgegangen hier von der Spitze. Allerdings auch hier hatten wir ja so einen Schuss nach oben und dann ging es wieder nach unten und wieder nach oben. Das heißt, ich kann auch vielleicht mal die ganze Woche angucken. Da seht ihr die Wechselkurse. Das ist gerade sehr, sehr sprunghaft alles hier. Aber ihr seht halt die Entwicklung. Es sieht auf jeden Fall aktuell nicht sonderlich gut aus, wenn man ehrlich ist, was den russischen Rubel angeht. So, wenn wir jetzt so eine krasse Entwicklung haben, hier von 94 rauf bis 135, dann bedeutet das hier nochmal einen Wertverlust um 40%. Zu dem Kursverlust, den wir jetzt hier hatten, hier bis hier runter auf 190, kommen jetzt halt nochmal 40% ungefähr drauf. Das heißt, man müsste das nochmal ungefähr mit 0,6 multiplizieren. Und damit kommen wir dann jetzt hier auf einen Absturz, hier vom Top bis zum Tief von ungefähr 72%. Und das ist natürlich der absolute Hammer, ne? Also jetzt ist halt die Frage, lohnt sich nicht eventuell da einzusteigen, wenn man sie wieder handeln kann? So, jetzt muss man ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Europa die Gazprom-Aktie wieder handeln können, ist relativ gering.
Was einfach daran liegt, dass ja die russischen Aktienmärkte, die sind aktuell zu. Das ist aber auch ganz normal. Also ich habe jetzt oft gehört, dass das irgendwie gemein ist, dass man jetzt nicht mehr handeln kann und so, dass das eine Einschränkung der Freiheit ist. Ja, das ist ein Verfahren, was eingeführt wurde an den Börsen, damit sich das Ganze wieder beruhigen kann und auch zum Schutz der Anleger, dass die halt nicht in völliger Panik zu unmöglichen Preisen ihre Wertpapiere verkaufen. Ne? Also wahrscheinlich, wenn du jetzt so denkst, dass das total ungerecht ist, dass diese Börsen zugemacht werden, spricht wahrscheinlich dafür, dass das genau für Menschen wie dich gemacht wird, damit du halt keine unüberlegten Dinge jetzt in solchen Situationen machst. So, blicken wir als nächstes einmal auf die Unternehmenszahlen und da sehen wir, dass Gazprom in den letzten Jahren eigentlich eine ganz ordentliche Entwicklung hatte. Also wie wir sehen können, die Umsatzzahlen sind jetzt von 2020 jetzt nach 2021 schön gestiegen, was einfach durch die Erhöhung des Öl- und Gaspreises natürlich in erster Linie passiert ist. Und wie wir sehen können, konnten sie ihren Gross Profit ziemlich schön erhöhen. Ne? Gerade im Vergleich, also wenn wir uns die Kosten angucken, sind die Kosten nur minimal gestiegen. Dafür ist aber der Gross Profit richtig durch die Decke gegangen. Ne? Also wir haben hier eine Steigerung von fast 2 Milliarden, während wir nur 600 Millionen Kostenzuwachs hatten. Also prinzipiell sah es mit Gazprom momentan ziemlich gut aus. Was wir auch hier unten am EBIT erkennen können, also am Ergebnis vor Steuern und Zinsen, das ist richtig durch die Decke gegangen und quasi hat das Unternehmen ungefähr 3 Billionen Rubel an Gewinnen gehabt. So, die Zahlen sind jetzt vielleicht so ein bisschen verwirrend gerade, ne? Aber diese Trillionen hier, das sind halt unsere Billionen, ne? Also quasi eine Trillion sind bei uns 1000 Milliarden. Das heißt, wir zahlen, also die Gazprom-Aktie liegt momentan bei 5,4 Trillionen Marktkapitalisierung, während wir einen Gewinn, also die letzten vier aktuellsten Quartalsberichte addiert zusammen einen Gewinn von 3,3 Trillionen haben. Das heißt, wir sind fast bei einem Kursgewinnverhältnis ungefähr um 1 aktuell. Also das ist wirklich ein absoluter Topwert. Das heißt, der Preis entspricht fast dem Geld, was das Unternehmen wieder reinvestieren könnte. Dementsprechend ist die Gazprom-Aktie natürlich gerade wirklich günstig im Vergleich jetzt zu ihrer historischen Entwicklung. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass natürlich sich jetzt ganz viele Dinge verändert haben. Die wichtigsten Handelspartner, die USA und Europa, überlegen, vom Handel mit Russland auszusteigen. Wenn sie das machen würden, würde es wahrscheinlich sehr, sehr teuer werden. Ich halte das ehrlich gesagt aktuell noch für relativ unwahrscheinlich, dass das langfristig gemacht wird. Eventuell wird kurzfristig halt auf das Öl und das Gas verzichtet. Was heißt kurzfristig? Meine Schätzungen sind so maximal 1-2 Jahre. Und danach läuft die Sache vielleicht wieder. Das heißt, für diesen Fall hat Gazprom natürlich ein Riesenproblem, weil die Kosten, die werden ungefähr gleich bleiben, die das Unternehmen hat. Also klar, die Produktionskosten reduzieren sich so ein bisschen, aber im Wesentlichen wird es ein ziemliches Problem werden und sie könnten dann eventuell ihr Gas und Öl nicht mehr verkaufen. Und es ist auch nicht realistisch, dass es über Drittländer dann doch in die EU oder doch nach Europa fließt. Also in Teilen wird das natürlich passieren, dass, keine Ahnung, irgendein Iraker oder irgendein Saudi vielleicht das Gas aufkauft und das dann halt mit einem Tanker rüberfährt. Das kann natürlich passieren. Allerdings ist das sehr, sehr aufwendig und Russland nutzt ja in erster Linie sein Pipeline-Netz, was halt so vom Wert her natürlich den Aktienkurs momentan bei weitem übersteigt. Und das ist einfach die Situation, die wir jetzt haben, die sehr, sehr ungewöhnlich ist, die aber auch sehr unklar ist. Ne? Also du hast jetzt, wenn du in der Gazprom investieren willst, hast du im Wesentlichen zwei Probleme. Nummer eins ist, du kannst momentan nicht da rein investieren. Nummer zwei ist, es werden andere vor dir wieder investieren können, bevor du das kannst. Ja? Also wenn in Russland der Handel wieder eingesetzt wird, der soll noch mindestens bis zum 8., also bis morgen ausgesetzt werden, der Handel. Das heißt, dann können Russen selber wieder russische Aktien handeln. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn der Aktienmarkt da wieder eröffnet, ob die Aktien dann noch weiter abschmieren oder ob dann irgendwie so eine Art Boden erreicht wird in dem Bereich. Das ist momentan allerdings noch sehr, sehr unklar. So, wenn du jetzt noch Aktien besitzt von Gazprom, nimmt dir die Situation eigentlich die Entscheidung ab. Das heißt, du kannst jetzt ja eh nicht mehr handeln aktuell.
Und das heißt, du musst sowieso jetzt warten, was passiert. Für dich wird es dann jetzt besonders spannend, weil du halt nach Moskau gucken kannst und schauen kannst, wie der Aktienkurs sich entwickelt. Ja, dazu kannst du jetzt hier zum Beispiel auf Yahoo Finance einfach hier dieses Kürzel angeben, gasp.me. Das ist der Kurs an der Börse in Moskau. Und da kannst du dir das dann kannst du einfach mal verfolgen, was da denn passiert. Wie gesagt, frühestens am 8. oder bis zum 8. soll geschlossen bleiben. Das heißt, frühestens am 9. denke ich, werden die Aktienmärkte wieder aufmachen und du wirst wieder eine Kursbewegung dort erkennen können. Ja, also was sind die Szenarien? Wer könnte jetzt überlegen, in die Gazprom-Aktie zu investieren? Also du brauchst auf jeden Fall einen sehr langen Zeithorizont, wenn du das jetzt machst. Wie gesagt, ich denke so die nächsten 2 Jahre ist auf jeden Fall mindestens wahrscheinlich abwarten angesagt und es wird auch wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sich das Ganze stabilisiert. Insbesondere der russische Rubel kann noch stark weiter an Wert verlieren. Ja? Also der hat zwar jetzt schon 40% verloren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der noch wesentlich stärker verlieren wird, ist sehr, sehr hoch. Die Kurse von Gazprom, ich persönlich gehe davon aus, dass dieses Tief hier unten nicht wirklich mehr erreicht wird. Das ist meine Meinung, ja? Also wenn man diese Krisen hat, ist es häufig so, dass der Aktienkurs dann erstmal wieder hochschießt. Es kann natürlich sein, dass wir noch tiefere Kurse sehen werden. Ich persönlich denke aber, dass die 190 hier unten, dass die halten werden. Ich glaube nicht, dass der Aktienkurs da wirklich drunter fällt. Das ist aber meine persönliche Einschätzung. Ich weiß es natürlich nicht. Es kann natürlich passieren, gerade wenn sehr viel Panik im Markt ist und gerade jetzt halt auch in Russland. Die haben jetzt ja gerade auch Riesenprobleme. Bei denen geht ja auch gerade mehr oder weniger die Welt unter, also bei den Privatpersonen. Das heißt, dort sind wahrscheinlich auch viele dabei, die jetzt versuchen, vielleicht dann noch rauszugehen. Andererseits bekommen sie dann russische Rubel und wissen wahrscheinlich auch nicht, was sie damit machen sollen. Für die Russen ist es wahrscheinlich gerade das Dümmste überhaupt, was sie machen könnten, jetzt aus wirklichen Assets rauszugehen und halt rein in irgendwelche Währungen. Ja, aber man muss jetzt einfach mal gucken, was jetzt dort in der Ukraine weiter passiert. Mir tut das wirklich leid für die Menschen, die da sind. Es ist eine ganz schreckliche humanitäre Situation, die da ist. Und ja, ich bin mir sicher, der ein oder andere sieht das auch sehr, sehr kritisch, jetzt zu überlegen, in eine russische Aktie zu investieren. Meiner Meinung nach durchaus auch zu Recht. Andererseits haben wir ja einen Sekundärmarkt am Aktienmarkt. Das heißt, wenn du in Gazprom investierst, ist es jetzt ja nicht so, dass Gazprom dadurch Geld erhält. Sondern du kaufst das ja von einem anderen, der gerade die Gazprom-Aktie verkaufen möchte. Und deswegen ist es nicht so, dass du wirklich in das Unternehmen investierst, sodass die dann irgendwie Geld damit machen, sondern es sieht halt einfach ganz anders aus. So, was sind noch weitere Punkte? Ein Riesenproblem für Gazprom dürfte sein, dass sie nicht mehr in US-Dollar und in Euro neue Schulden aufnehmen können. Das klingt jetzt erstmal relativ lapidar, aber das ist ein Riesenproblem für einen Konzern wie Gazprom. Also Gazprom macht seine Gewinne ja in Euro und Dollar. Das ist prinzipiell auf jeden Fall erstmal eine sehr positive Sache an sich für uns, wenn wir da rein investieren, weil quasi diese Schwankungen im Rubel dadurch quasi weggemittelt werden. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt wollen wir aber mal gucken. Wir haben eine Unternehmensrendite von 4,3% aktuell. Das heißt, Gazprom macht relativ wenig Gewinn auf das eingesetzte Kapital, was sie haben. Das wird jetzt natürlich in Zukunft steigen, weil natürlich die Verkäufe von dem Öl und Gas immer noch in Euro und Dollar sind. Aber es ist halt noch unklar, ob diese Verkäufe jetzt wirklich noch einfrieren oder nicht. Also das ist momentan sehr, sehr unklar. Das heißt, da besteht auf jeden Fall ein großes Risiko. Aber wenn man 4,3% auf sein Kapital macht und die russische Zentralbank den Leitzins auf 20% erhöht, dann hat man halt einfach ein Riesenproblem. Ja, also diese Erhöhung auf 20% bewirkt halt einfach, dass Gazprom sich momentan eigentlich nicht mehr Geld leihen kann, um damit noch profitabel zu wirtschaften. Jetzt ist es natürlich so, dass sie auch wieder mehr Geld verdienen, weil natürlich ihre Verkäufe in Rubel auch stark durch die Decke gehen, aber es ist auf jeden Fall sehr unklar und 20% Zinsen können sie sich meiner Meinung nach eigentlich nicht leisten. Das heißt, Gazprom wird wahrscheinlich ziemliche Probleme kriegen. Wir werden vermutlich ein Abwandern im Eigenkapital sehen. Die Frage ist, ob jetzt vielleicht der russische Staat es
der Gazprom ermöglicht, auch in anderen Währungen Schulden aufzunehmen. Das weiß ich nicht, ob das machbar ist, könnte ich mir gut vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, gerade für die Gazprom-Aktie, dass sie nicht mehr am westlichen Kapitalmarkt ihre Schulden ja, umschulden kann. Und da werden wir dann jetzt halt sehen, wo die ganze Sache dann halt hingeht. Also für dich jetzt, überleg dir gut, ob, wenn Gazprom wieder handelbar ist, was noch sehr, sehr unklar ist, überleg dir gut, ob du das machen wirst. Du kannst dir das erstmal von der Seitenlinie auf jeden Fall angucken. Guck dir an, was in Mexiko, in Moskau passiert, wenn die Aktie wieder an die Börse geht. Und dann wirst du sehen, ob du diese handeln kannst oder nicht. Es besteht manchmal die Möglichkeit, über andere Handelsplätze dann diese Aktien zu kaufen, wo das noch möglich ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei Interactive Brokers bist oder so, kann es gut sein, dass du die immer noch handeln kannst, wenn die wieder an die Börse gehen. Aber aktuell sieht es erstmal nicht so aus, dass das wirklich möglich wäre. Ja, wie schätzt du denn die Situation ein? Überlegst du momentan in Gazprom einzusteigen oder bist du noch in Gazprom investiert? Würde mich wirklich mal interessieren. Schreib das doch mal in die Kommentare. Und ansonsten siehst du jetzt hier noch ein Video oder meine Playlist zu meinen Aktienanalysen. Da sind über 100 Aktienanalysen drin. Ich bin mir sicher, da ist auch eine Aktie dabei, die dich interessieren könnte. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!